pass auf dich auf. Mach ich. Und du pass auf, dass Johanna und Niklas nicht mehr so ewig am Computer sitzen. Mit Johanna übe ich noch Latein. Und Niklas ist schon im Bett. Hoffentlich brütet der nichts aus. Abend. Niklas, Mama, wo kommen Sie denn so plötzlich her? Dürfen Sie das? Nee. Deswegen machst du das jetzt. Und hol dir Hilfe. Kleiner Tipp, vom Wasser aus seid ihr nicht zu übersehen. Kommt mal alle her! Niklas, Mama ist da! Das geht schief! So, meine Damen und Herren, Alkohol ist ja gerade in eurem Alter ein ziemlich spannendes Thema. Spannend ist auch, was das Jugendschutzgesetz dazu zu sagen hat. Einmal alle aufstehen, mitkommen. Die Flaschen könnt ihr gleich mitnehmen. Laut Paragraph 1. Das ist es nicht wert. Es brennt. Wir müssen runter. Nein. Paragraph 9. Alkoholische Getränke dürfen an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren weder abgegeben, noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden. Dann 2 an Zentrale, alle Einsatzkräfte aktivieren. Notrufe sind keine reingekommen. Ruhige Nacht bis jetzt. Komisch. Ja, schrecklich. Nein, ich meine, wenn ein Schiff in Seenot kommt, die rufen doch Hilfe normalerweise. Ja. Was immer da passiert, das muss wahnsinnig schnell passiert sein. Also ich tippe auf Feuer im Maschinenraum. Bei den alten Kähnen ist unten alles voller Dieseldämpfe. Wenn da Feuer dran kommt und es eine Verpuffung gibt, sieht es ziemlich schlimm aus. Ich hatte mal so einen Fall, da war eine Sprengladung die Ursache. Ja, sowas gibt's. In Hamburg. Das hier ist der Bodensee.
Können Sie mir sagen, wer das ist, Julia? Das ist Politz. Sie kennen ihn. Jeder kennt ihn. Fast jeder. Wann war Ihr letztes Seenachtsfest? Vor 30 Jahren. Sonst hätten Sie gewusst, dass Politz da immer Kinder aus der Klinik mit seinem Boot rausgefahren hat. Dass Sie das Feuerwerk besser sehen. War einfach. Ich verstehe schon. Politz passiert sowas nicht. Der hat seinen Kahn immer heil ans Ufer gebracht, immer. Und wenn der halb voll Wasser gelaufen war und die Maschine kein Öl mehr hatte. Andreas, nach dem Sturm, es ist immer noch sehr viel Holz im Wasser. Ach, Scheiße. Politz war also ein sehr erfahrener Kapitän, soweit klar. War der Beste. Und er war mein Freund. Es tut mir leid, Andreas. Angehörige? Hannes, was ist mit Hannes? Hannes Grimm, die waren immer zusammen draußen. Ich war nicht auf dem Boot. Ihre Arbeitsklamotten, die hängen draußen auf der Leine und sind immer noch klatschnass. Ja, ich wollte mit Politz fahren, aber dann bin ich auf dem Anleger ausgerutscht und ins Wasser gefallen. Politz hat mich dann heimgeschickt. Meinte, er macht die Fahrt alleine. Was ist denn los? Das Boot ist explodiert. Politz ist tot. Scheiße. Guck mal, wer da kommt. Ach nee. Du dich hier nachher traust, du Verräter. Hab mir nichts gesagt. Ja, klar. Meine Mutter fährt halt manchmal nachts Streifer am Ufer. Das habt ihr auch das Feuer so groß gemacht. Ach, jetzt sind wir schuld, oder was? Jetzt pass mal auf. Ja? Ich geb dir noch eine Chance. Die Joints, die musste ich wegwerfen. Jetzt setzt du. Und wenn die bis morgen nicht da sind, dann kann dir auch deine Mama nicht mehr helfen. Gesprochen. Politz hat der Rand vollgetankt. Und noch 4 Ersatzkanister dazu. So einfach fliegt Diesel aber nicht in die Luft. Er hatte das Boot geerbt von seinem Vater. Das war sowieso nur noch mit Klebeband und Spucke zusammengepackt. Hätte schon viel früher passieren können. Das erklärt aber leider immer noch nicht alles. Politz hatte genug Diesel an Bord, um 2 Schiffe in die Luft fliegen zu lassen. Das verstehst du daran nicht. Warum? Warum hat er so viel Treibstoff an Bord gehabt? Hannes Grimm sagt, er wollte fischen. Aber auf der Route, die er offenbar hatte, liegt noch nicht mal ein Fanggebiet. Was willst du denn damit sagen? Sieht so aus, als wäre er zum Schweizer Ufer unterwegs gewesen. Da gibt's einiges zu holen, aber eher kein Fisch. Politz und Schmuggeln? Nee, vergiss es. Sagt Hannes Grimm? Nicht die Wahrheit. Komm, Hannes, lüg dich doch nicht an. Ist das auch ein Freund von dir? Prima, Andreas, dann ermitteln wir in Zukunft nur noch gegen Leute, die nicht jeder kennt und toll findet. Dann hab ich endlich mal wieder pünktlich Feierabend. Thank you.
sagen, die haben einen hohen Krankenstand gerade. Ich brauche die Ergebnisse von dem Wrack. Jetzt. Das ist den Kollegen von der KTU leider egal. Die sagen mir, die brauchen mindestens eine Woche, bis die alles abgearbeitet haben. Ich rufe da jetzt selber an. Lassen Sie das Andreas machen. Der kennt den Chef gut. Natürlich. Es gibt heute Abend wieder Alkoholkontrollen in der Innenstadt. Was hat das mit dem Fall zu tun? Nix. Nur mit der Feierabendgestaltung, damit sich die Kollegen lieber ein Taxi nehmen. Ich muss noch was machen. So, und es wird lückenlos ermittelt, was mit Politz los war. Was er gemacht hat an dem Tag. Jede Sekunde. Und was soll ich den Leuten sagen? Warum? Alle meinen, es war ein Unfall. Sagen Sie ihnen, dass es kein Unfall war. Und? Wir kennen zwar weder die Abstimmung des Propellers noch die Trimmung von Politz Boot, aber ich gehe mal davon aus, dass beides eher nicht so gut war. Verstanden, weiter? Was wir sicher wissen, ein Viertakter verbrennt bei 2,5 Liter Hubraum etwa 25 Liter unter Volllast. Politz hatte also genug getankt, um sämtliche Ufer zu erreichen, was unlogisch wäre, das bei dem Gewicht absichtlich zu machen. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass er die längstmögliche Strecke geplant hat, also Bregenz. Habe ich vorhin auch schon gesagt, bloß kürzer. Das stinkt. Und wie? Ich habe mit der Bank gesprochen. Politz hatte finanzielle Probleme. Die Bank wollte ihm das Haus und das Schiff wegnehmen. Zeig mir einen Fischer, der hier noch von seinem Beruf leben kann. Was ja dann eher für die Theorie der Chefin spreche, ne? Ist doch alles Geschwätz, oder seit wann haben wir einen Beschluss für die Kontodaten? Beschluss nicht. Aber ich habe eine Schulfreundin, die da arbeitet. Julia, das ist ein offizieller Verstoß gegen... Danke. Kann ich sowas bitte auch für Hannes Grimm haben? Hast du sicher längst gemacht, gell? Wo ich gerade dabei war? Ich tippe auf regelmäßige Bareinzahlung. Das nicht. Aber was die Umsätze angeht, meint die Bank, dass sich ihnen nicht erschließt, wovon die Familie Grimm... Naja, irgendwo muss Bargeld im Spiel gewesen sein, sonst wäre da längst schon das Licht ausgegangen. Und weil Hannes seine Rechnung lieber Cash bezahlt, ist er jetzt ein Verbrecher. Auf jeden Fall sagt er uns nicht die Wahrheit über gestern Abend. Und das vielleicht, weil er was mit dem Tod von Politz zu tun hat. Seinen Kapitän umbringen, den Mann, mit dem er 25 Jahre gefahren ist? Das kann ich erst beantworten, wenn ich weiß, was die beiden an Bord hatten und was es wert ist. Nele! Lass mich mit Hannes sprechen, von Freund zu Freund. Okay. Und dann hätte ich noch gerne eine Hausdurchsuchung. Dafür kriegen wir so schnell keinen Beschluss. Seit wann brauchen Freunde sowas? Danke. Und, wie geht es Ihnen? Ganz gut. Sieht noch gut aus. Ich habe wieder mit Sport angefangen. Also, wenn ich Zeit habe. Meine ich nicht. Was ist denn sonst anders? Nichts, nein, Sie sehen einfach gut aus. Wie immer. So erwähnen Sie das dann. Warum sagen Sie nicht einfach Sie auch oder Danke oder sowas? Sie auch. Also, geht ja. Nein, ich freue mich jedenfalls immer, wenn ich etwas für Sie tun kann. Um was geht's denn heute? Ich fürchte, heute können Sie zumindest offiziell überhaupt nichts für mich tun. Na, da finden wir doch einen Weg, oder? Was macht ihr denn alle hier? Habt ihr Angst, dass ich Amok laufe, oder was? Wir wollen uns nur im Haus umschauen. Das gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht. Aber wenn du Nein sagst, dann muss ich dich fragen, warum. Okay. Werden die was finden? Was suchen die denn? Was habt ihr da draußen getrieben, Politz und du? Gibt Gerüchte, dass es um Schmuggel ging. Jetzt ist aber gut. Hast du was mit der Explosion zu tun? Politz war mein bester Freund. Hannes, du warst auf dem Boot. Erzähl mir keinen Scheiß. Was ist da passiert? Ich werde nicht über laufende Ermittlungen sprechen. Betrachten wir das Gespräch doch als formlosen Informationsaustausch zweier befreundeter Behörden? Was halten Sie von einem formlosen Austausch zwischen zwei sympathischen Kollegen? Ich bin also sympathisch. Also ich auf jeden Fall. War Politz schon länger bei Ihnen auf dem Schirm? Ja. Weswegen wurde gegen ihn... Okay. Wonach müsste ich suchen, wenn ich rausfinden will, was Politz vorhatte?
das aggressive Verhalten ihrer Steuerbehörden, dieses Ankaufen von Steuer-CDs und so, das hat zu einer Art Fluchtreaktion einiger Bankkunden gesorgt. Die lösen ihre Schweizer Konten wieder auf. Politz war also mit seinem Kahn als Geldbote unterwegs. Vermutlich gibt es eine Organisation, sowas wie eine Mietfahrzentrale für Schwarzgeld. Das ist die netteste Umschreibung für Schmuggel, die ich je gehört habe. Was sind das für Leute? Sagen wir so, der Bankkunde, den Sie suchen, der könnte in Konstanz leben und der könnte ein Unternehmen führen, das zwischen 1,5 und 3 Millionen Jahresumsatz macht. Ja, so viele Details und kein Name. Ich weiß, das ist sehr ärgerlich. Aber falls es Ihnen gelingen sollte, den Fall zu lösen, wäre ich für einen inoffiziellen Hinweis natürlich sehr dankbar. Das wird aber nicht billig. Gut, der nächste Espresso geht auf mich. Viel Tasche für so wenig Scheine. Wenn die voll wäre, hätte ich eine Villa. Mit Pool. Was ist denn das? Wo kommt das her? Meine Ersparnisse. Und warum waren die in der Speisekammer versteckt? Angst vor Einbrechern? Guten Tag, Herr Grimm. Oh. Möchten Sie Ihrer Aussage vielleicht noch was hinzufügen? Hannes, wir können dich auch festnehmen, ist schon klar, oder? Dann mach das doch! Den Rest schaffe ich alleine. Dankeschön. Ich weiß, dass Sie Schwarzgeld aus der Schweiz transportiert haben. Und ich gebe Ihnen jetzt die Chance, Ihren Arsch zu retten, wenn ich dafür die Hintermänner kriege. Eine oder mehrere Personen hier in Konstanz haben die Transporte organisiert. Und ich möchte wissen, wer das ist. Politz hat es mir nicht gesagt. Wie oft haben Sie die Tour gemacht? 4-mal bisher. Und wie ist das normalerweise abgelaufen? Es war immer eine Tasche. Die hier war die also doch voll? Nein. Also, ja, so eine ähnliche. Das ist meine. Und Politz hat sie alleine auf der Schweizer Seite geholt. Ich musste auf dem Schiff bleiben. Okay, aber auf dieser Seite des Sees wurde die Tasche ja dann abgeliefert. Hat Politz das auch alleine gemacht? Diesmal haben sie das Ufer ja nicht erreicht. Was ist da mit der Tasche passiert? Abgesoffen. Und was ist hiermit? Ja, die hat mir Politz vorher gegeben. Als wir abgelegt haben. Als meine Heuer für die Tour. Ihr müsst mir glauben, das ist wirklich alles, was ich weiß. Sind wir mit dem Kahn in Treibholz geraten. Dann kam das Feuer. Und ich bin runter. Aber Politz, ein echter Captain, bleibt immer auf dem Kahn. Ich habe nur 2 Gläser getrunken. Erstens gibt es heute wieder Verkehrskontrollen in der Innenstadt. Von mir haben Sie das nicht. Lassen Sie das mal unsere Sorge sein. Und zweitens trinkst du nie nur 2 Gläser. Du fährst jedenfalls nicht mehr Auto. Hm. Bin ich verhaftet, ja? Nee, du bist abgeholt. Gern geschehen. Verlassen uns die Damen heute etwa schon? Bis nächste Woche, Mechthild. Ja, tschüss. Was war denn nicht zu Ihrer Zufriedenheit? Oh, Herr Stemmler, das hat nichts mit Ihrem Haus und Ihnen zu tun. Das ist komplizierter. Kennen Sie eigentlich schon meine Tochter? Nele Fehrenbach. Sie hat lange in Hamburg gelebt. Aber jetzt wird sie wohl bleiben. Guten Abend. Stemmler, ist mir ein Vergnügen. Und ich hoffe doch, Sie in Zukunft auch zu unseren Cocktailabenden begrüßen zu dürfen. Sie haben sicherlich auch Bier? Ja. Ein großes Bier hat so viel Kalorien wie ungefähr ein halbes Mittagessen. Ihre Freundin, die sind meinetwegen gegangen. Machen Sie sich also keine Sorgen. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, Frau Fehrenbach. Doch?
Politz ist hier sehr beliebt und die Leute mögen das nicht, wenn man Schmutz über ihn ausgießt. Tut mir leid, Mama, aber ich kann bei meinem Job leider keine Rücksicht auf die Befindlichkeiten von irgendwelchen Leuten nehmen. Er hat sich um kranke Kinder gekümmert. Ja, ich weiß. Und um seine Frau und. Ich kenne die Geschichten alle. Und wenn er jetzt trotzdem nicht heilig gesprochen wird, dann ist es allein seine Schuld. Gute Nacht. Als Diplomatin bist du ungefähr so talentiert wie als Mutter. Was hast du gesagt? Tut mir leid. Na komm, lass es raus. Es tut mir leid, ich war verärgert. Ich habe nun mal eine andere Meinung über den Umgang mit Geschenken. Das mag vielleicht altmodisch sein, aber Johanna ist schrecklich eifersüchtig. Und Niklas hilft das auch nicht bei seinen Problemen. Eigentlich wollte ich mich gar nicht einmischen. Ja. Stör ich? Ja. Ich bin jetzt bestimmt wieder die große Spaßbremse. Aber dein Vater und ich hatten eine Abmachung. Ich habe mit Papa seit locker 2 Wochen nicht mehr gesprochen. Nee? Na, das wäre doch ganz schön, wenn er sich mal melden würde. Anstatt dir ein neues Tablet zu schicken. Ist nicht von Papa. Habe ich mir allein gekauft. Wovon denn? So ein Ding kostet Minimum 400 Euro. Ja, ich habe die 500 am Wasser gefunden. Gefunden? Wie viel Geld war da? Du findest 8000 Euro und sagst keinem was? Ja, das war bescheuert, weiß ich auch. Ja, gut, dass wir uns da schon mal einig sind. Ich dachte eben, dass das keinem mehr gehört. Natürlich gehört das jemandem und das war dir auch klar. Jetzt tu nicht so blöd. Okay. Sagen wir mal, du hast es einfach kurz vergessen, ja? Okay. Das Geld, das du ausgegeben hast, das kläre ich irgendwie. Und jetzt gib mir den Rest. Ich hab's meinen Freunden gegeben. Gibst mir jetzt den Namen und ich bringe das in Ordnung. Mama, bitte. Wenn du dahin gehst, wird alles noch viel schlimmer. Niklas, die Namen. Jetzt! Dir ist gar nicht klar, was mit Niklas los ist, oder? Ich sag. Der Junge hat die Scheidung zu verkraften, den Schulwechsel, die neue Umgebung. Und er hat keine Freunde mehr. Und er wird auch keine neuen finden, wenn du in seine Schule gehst. Verdammt nochmal, wir reden hier von Beweismitteln. Geht vielleicht noch lauter, was ist denn? Nichts. Entschuldigung. Wenn ich die Lateinklausur verhaue, kann ich dann sagen, dass ihr schuld seid? Nein. Schlaf gut. Du redest von Beweismitteln. Ich davon, dass Niklas für alle nur der Sohn der Polizistin ist. Und wenn du ihn jetzt bloßstellst, dann ist das für alle anderen der Beweis, dass er niemals dazugehören kann. Was glaubst du wohl, warum er auf die Idee gekommen ist, sich Freunde zu kaufen? KTU hat sich gemeldet. Wenn der Andreas bei der KTU anruft, schalten die sofort einen Gang hoch. Eindeutig Spuren von Sprengstoff an 2 Wrackteilen. Schwarzgeld schmuggeln verstehe ich, aber Sprengstoff? Der Explosionsdruck ging von außen nach innen. Das heißt, die Bombe oder was das auch immer war, war am Rumpf befestigt. Terror. Mord. Habt ihr mal eine Minute? Ich muss gar nicht mit Ihnen reden. Wenn Sie irgendwas klären müssen, klären Sie es mit meinem Vater. Schade. Gerade das wollte ich vermeiden. Was wollen Sie? Okay.
Vorgestern, da habe ich euch geholfen, den Schnaps nicht zu trinken. Wenn ihr das gemacht hättet, wäre eine große Sache draus geworden, ist aber nicht. Hm? So, wir ermitteln jetzt in einem Überfall. Üble Sache, darf ich nichts weiter darüber sagen. Sind aber ziemlich viele Geldscheine im See gelandet. Alles 500er. Das Geld stammt aus einer Schweizer Bank. Und ihr wisst, was die Schweizer machen? Die markieren alle großen Geldscheine mit einer unsichtbaren Chemikalie. So, und weil ich weiß, dass ihr oft am Ufer rumhängt, könnte es ja sein, dass ihr was von dem Geld findet. Dann gelangt die Chemikalie an eure Finger und man wird leider denken, dass ihr was mit dem Überfall zu tun habt. Jedes Geschäft prüft das nach, wenn man große Scheine ausgeben möchte. Was würden wir da machen, wenn wir sowas finden? Damit es keinen Ärger gibt? Zu mir bringen. Ich bestätige dann, dass ihr die Finder seid und der Polizei geholfen habt. Was ist eigentlich mit Niklas? Kommt er heute noch? Niklas hat einen Fehler gemacht, den ich euch gerne ersparen möchte. Hat die jetzt ihren eigenen Sohn verhaftet, oder wie? Mir doch egal, der Vollidiot. Du sag mal, hier noch mal die Vorwahl von der Schweiz. Polizei, guten Tag. Wir suchen den Hafenmeister. Der ist da hinten? Ja. Tag. Guten Tag. Wissen Sie zufällig, ob gestern Abend jemand auf dem Boot vom Politz war? Ja, da kommt er gerade. Ah, der Schneider. Herr Schneider! Polizei, wir müssen mit Ihnen sprechen! Ich habe die Reparatur noch nicht machen können! Nächste Woche, okay? Nee, es geht um Politz. Sie waren gestern auf seinem Boot. Was haben Sie da gemacht? Ich könnte ihn noch erwischen, wenn ich ihm hinterher schwimme. Glaube ich auch. Deswegen hat er überhaupt das Strafmandat bekommen. Undichte Treibstoffleitung. Mir ist langweilig. Jetzt sag bloß nicht, dass dir das unangenehm ist, nicht in die Schule zu gehen. Hm? Na komm, keine Angst. Deine Mutter regelt das schon für dich. Genau davor habe ich ja Angst. Wegen Geschwindigkeitsübertretung kriegen wir ihn nicht dran. Wenn er die Treibstoffleitung wirklich nicht repariert hat, ist das gleich erledigt. Ich hab hier ein Problem. Ja, das haben wir uns schon gedacht. Herr Grimm, ich beginne langsam, Ihnen zu glauben. Es wurden weitere Scheine im See gefunden. Ja, meine Rede. Ich weiß jetzt aber auch, dass es kein Treibholz war, jedenfalls nicht nur. Wissen Sie, ob Politz mal irgendwann Geschäfte mit Volker Schneider gemacht hat? Mit Volker? Nicht, dass ich wüsste. Volker ist ein schräger Vogel. Nie Geld in der Tasche, aber ständig irgendein Business am Laufen. Business? Ja, so Sachen, wo man schnell was nebenbei verdient. Aber eben nicht ganz legal. Zeug, das vom Laster gefallen ist. Und so. Ja, sich mit dem einzulassen, bringt nur Ärger. Das hätte Politz nicht gemacht. Gab es sonst mit irgendjemand Stress? Wegen ihres kleinen Transportunternehmens. Streit, Konkurrenz, Neid, irgend sowas. Kein alter Ärger mit Politz. Wieso? Weil ihnen höchstwahrscheinlich jemand eine Bombe ans Boot gehängt hat. Und ein Boot voller Geld, das sprengt ja niemand. Aber wenn das Geld noch existiert, dann ist so eine kleine Explosion eine prima Sache, um die Spuren zu verwischen. Was soll denn das werden?
Denken Sie vielleicht immer noch, ich hätte Politz ermordet? Aus Geldgier oder was? Haben Sie? Die 500er, die aus dem See geborgen wurden, die lasse ich untersuchen. Wenn da Brandspuren dran sind, dann weiß ich, dass Ihre Geschichte stimmt und die Tasche zerstört wurde. Wenn nicht... Dieser Korinthenkacker, Spitznagel. Er hat gemeint, er legt mir das Schiff still, weil ich Diesel verliere. Dabei waren es nur ein paar Tropfen. Das war also der Grund für Ihren Fluchtversuch. Und nicht etwa, weil Sie einen Sprengsatz am Politzboot montiert haben. So ein Quatsch. Was hatten Sie denn gestern Abend auf dem Boot von Politz zu suchen? Wollten mit ihm quatschen? Das ist gelogen. Und nicht mal gut. Also, ein Fischer will sein Einkommen aufbessern, indem er heimlich Geld über den See fährt. Aber das war nicht seine Idee. Er ist im Auftrag gefahren. Im Auftrag von jemandem, der alles vermittelt und organisiert hat. Waren Sie das? Herr Schneider. Für wen ist Politz gefahren? Woher soll ich das wissen? Weil ich denke, dass Sie für genau diese Leute die Bombe an seinem Boot platziert haben. Habe ich nicht. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben geholfen, Politz zu töten, oder Sie selbst sind der Hintermann. Ist es so? Organisieren Sie die Schwarzgeldtransporte über den Bodensee? Ich organisiere was? Dann wäre ich ja reich. Ich habe nicht mal genug Kohle, um mir den Kahn zu flicken. Ja, vielleicht ist das ja nur Tarnung. Nele? Da sind so ein paar Frischlinge, die unbedingt dich sprechen wollen, wegen irgendwelcher Chemikalien aus der Schweiz. Wo kommen die auf einmal her? Abgegeben. Von ehrlichen Findern. Angespült wurden sie etwa dort, wo wir die Leiche von Politz gefunden haben. Ja, passt zu den Strömungsverhältnissen. 8.000 Euro, wahrscheinlich nur ein kleines Stück vom großen Kuchen. Ab in die KTU damit, obwohl die meiner Meinung nach ganz sicher kein Feuer gesehen haben. Nee, sieht nicht so aus. Für mich sehen die so aus, als ob die aus einer Tasche gefallen wären. Einer Tasche, mit der jemand ans Ufer geschwommen ist. Muss es doch Hannes gewesen sein. Gibt ja kaum eine andere Möglichkeit. Ich dachte, wir hätten das Haus auf den Kopf gestellt. Tut mir leid. Dann hat er es eben nicht im Haus versteckt. Schon gut. Gut, dann ist der Rest des Schwarzgelds immer noch bei Hannes Grimm. Aber das erklärt ja immer noch nicht die Sprengung. Wenn ich meinen Freund umbringen will, um an das Geld zu kommen, nachts allein mitten auf dem See, da bringe ich doch nicht eine Sprengladung am Boot an. Das stimmt, das passt nicht. Volker Schneider macht Ärger. Er will einen Anwalt oder gehen. Was soll ich machen? Eine Hand habe ihn festzuhalten, haben wir einfach nicht. Lassen Sie ihn gehen. Ja, und... Wir beide kriegen jetzt erstmal raus, wo das Geld versteckt ist und das wird uns dann ziemlich sicher zu den Hintermännern führen. Julia, sorgen Sie dafür, dass wir wissen, wo Volker Schneider hingeht. Hallo? Ah, Hauptmann Haubrich. Wir hatten gerade eine Reihe von Anrufen. Jugendliche aus Konstanz. Die wollten alle wissen, ob unsere Banken ihre Geldscheine mit geheimnisvollen Chemikalien markieren. Sie haben natürlich gesagt, dass das stimmt, obwohl das kompletter Blödsinn ist. Sie haben nicht etwa eine Erklärung, wie die Kids auf diese verrückte Idee gekommen sind. Natürlich, das wäre ja auch unsinnig. Warum sollten Sie so ein Gerücht in die Welt setzen, Frau Fehrenbach? Und sonst? Wie laufen die Ermittlungen? Gut, denke ich. Bis bald. Wovon lebt eigentlich Volker Schneider? Früher hat er gefischt. Macht er immer noch hin und wieder, aber eigentlich lässt er sich auf jedes windige Geschäft ein, das sich bietet. In letzter Zeit arbeitet er offenbar fürs Hotel Stemmler. Ich habe ihn da öfter gesehen. Hotel Stemmler? Ja. Was ist damit? Ich frage mich gerade, ob der mehr oder weniger als 3 Millionen Jahresumsatz macht. Hannes? Du meinst, da kommt das Schwarzgeld her? Herbert Stemmler wäre auf jeden Fall einer, dem ich das zutrauen würde. Thank you.
sich mit Hannes Grimm. Schön. Du bist vernünftiger als Politz. Wie viel ist noch da? Fast alles. Dein Glück. Mein Kunde war schon kurz davor, mir den Kopf abzureißen. Ist ja keine gute Werbung, wenn so eine Tasche mal auf dem Weg flöten geht. Du weißt schon, Vertrauen ist gut, aber ich zähl mal lieber selbst nach. Warum? Warum habt ihr das gemacht? Politz war doch immer zuverlässig. Lass mich in Ruhe zählen. Dann. Ich wäre fast auch mit draufgegangen. Wir machen 20% und dann ist gut, ja? Gar nichts ist gut. Mist, die gehen nacheinander los. Ich muss Schluss machen. Das ist für meinen besten Freund. War ein Unfall. Polizei, Waffe weg! Ich muss sonst schießen. Herr Grimm? Das verstehen Sie nicht. Hannes, ab hier ist das unser Job, okay? Nein, meiner. Herr Grimm! Politz hätte das nicht gewollt. Sie kannten ihn nicht. Doch, ich habe ihn kennengelernt in den letzten 2 Tagen. Sie werden des heimtückischen Mordes angeklagt werden. Dazu kommen diverse Vergehen aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität. Möchten Sie das wirklich alles auf sich nehmen? Sie haben Schwarzgeldtransporte quer über den Bodensee im großen Stil organisiert. Wenn Sie uns den Namen Ihrer Kunden nennen, dann kann der Richter vielleicht was für Sie tun. Ich sag dazu nichts. Glauben Sie wirklich, dass Ihre netten neuen Freunde, diese wohlhabenden Steuerhinterzieher, glauben Sie wirklich, dass die Ihnen das danken werden? Dass die Sie da raushalten? Solche wie der Stemmler zum Beispiel? Warum sollten die beiden sterben? Die haben doch gemacht, was sie sollten. Es ging nur um Politz. Er wollte immer mehr und mehr. Kann ich einen Augenblick mit dem Herrn unter 4 Augen sprechen? Hm. Es geht leider doch nicht. Es muss ja alles seine Ordnung haben. Politz sollte also sterben, weil er zu viel Geld wollte. Warum mit einer Bombe? Kann es vielleicht sein, dass die Sprengladung einen Zeitzünder hatte? Und kann es außerdem sein, dass die Bombe zu früh hochgegangen ist, durch das Treibholz? Kann sein. Verstehe. Das sollte erst Bumm machen, wenn Politz alleine weiter nach Bregenz gefahren wäre. Nachdem er das Schwarzgeld abgeliefert hat. Wenn er in ganz tiefem Wasser ist, wo man nichts mehr von ihm findet, war das der Plan? Ich kann dazu nur sagen, dass ich nie vorhatte, Hannes was zu tun. Ist das wahr? Auch für Stemmler? Für wen noch? Ich möchte einen Anwalt. Danke fürs Bringen. Das war nicht sehr schlau von dir, Hannes. Ihr habt ihn. Ja, aber... Das ist das Wichtigste. Ich verstehe dich ja, aber... Kann ich jetzt gehen? Fürs erste Jahr.
Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und wenn du Pech hast, machst du ein paar Monate Urlaub. Gute Nacht. Nacht. Hannes. Damit der Urlaub nicht länger wird als unbedingt nötig. War das wirklich alles? Alles. Das Geld. Ja. Bist du ganz sicher? Ich will wirklich nichts mehr irgendwo finden. Ich hab nichts behalten. Politz hätte das nicht gewollt. Festgenommen. Wirklich. Danke für die Information, Frau Fierenbach. Aber warum kommen Sie eigentlich gleich damit zu mir? Ach so. Ich dachte, Sie und Herr Schneider waren Geschäftsfreunde. Das kann man so nicht sagen. Er hat überhaupt nicht für Sie gearbeitet? Nein. Hier und da ein paar Sachen erledigt, aber nicht festgearbeitet. Steht das Angebot mit dem Bier noch? Sicher? Meine Mutter muss es ja nicht erfahren. Herr Schneider hat so eine Art Schwarzgeldring aufgezogen. Eine Serviceleistung für Leute, denen ihre Schweizer Konten nicht mehr sicher genug waren. Wirklich? Das können Sie mir glauben. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von seinen kriminellen Veranlagungen. Herr Stemmler, das geht mir ganz genauso. Ich hatte keine Ahnung von Ihren kriminellen Veranlagungen. Bitte? Ich denke... Und das tue ich privat. Ich bin ja nicht mehr im Dienst. Also, ich denke, dass Sie zu den Kunden von Herrn Schneider gehört haben. Und ich denke, dass es Ihr Geld war, das wir heute sichergestellt haben. Was erlauben Sie sich eigentlich? Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Bis bald. Gemacht, erzähl. Meinen Arsch aufgerissen. Das war sie eigentlich ganz cool. Glück gehabt. Kann sowas von fies und gemein sein. Ey, jetzt red mal nicht so über sie, ja? Die hat uns alle voll vom Knast gerettet, Mann. Echt jetzt? Echt. Das Essen ist im Kühlschrank. Schön, danke. Und Niklas ist noch nicht da. Er ist 2 Stunden über die Zeit. Ach, der wird sich mit Freunden treffen, aber ich rede mit ihm. Was du heute getan hast, das... Mama. Ich möchte es gar nicht so genau wissen, aber das war großartig. Und ich möchte mich bei dir entschuldigen für das, was ich gesagt habe. Du bist wirklich eine ganz wunderbare Mutter.